Also unsere Junghennen hier sind jetzt gerade 20 Wochen alt. Das sind jetzt zwei Nutzungshuhnrasse. Nennt man Cream and Coffee mit der ökologischen Tierzucht. Ist praktisch hier eine Züchtung entstanden aus Bio-Elterntieren aus verschiedenen Richtungen. Den New Hampshire haben, den Bresshuhn. Und so bekommt man eben dunkle und helle Hühner. Und diese zwei Nutzungshühner sind dazu da, dass sie sowohl Eier legen als auch natürlich Fleisch ansetzen, so wie es früher mal üblich war. Wir haben uns bewusst für die zwei Nutzungshuhnrasse entschieden, auch wenn sie weniger Eier legt als diese Leistungshühner, weil wir wollen es eben richtig machen. Auch die Hähne mit aufziehen, die Brüder sozusagen, und dass die nicht eben getötet werden. So viel Hennen, wie wir aufziehen, so viel Hähne nehmen wir eben auch mit in unsere Zucht mit auf. Kann ja nicht sein, dass man immer nur Spezifikas eben produziert, nur für die Eier und nur für das Fleisch, sondern man muss schauen, dass es eigentlich sowohl Eier legt als auch Fleisch ansetzt, damit es für das Tier erträglich wird und eben auch für den Betrieb eine ganz andere Funktion eben bekommt.